Unsere Getränke stehen auch schon bereit. Heute im großen Einmachglas. Heute zwei Liter Absinth im Sonderangebot. Genau. Eiswasser. Eiswasser mit Wodka gemischt. Hervorragend bei dieser Hitze. Leute, jetzt gehen wir was essen, oder? Cosa ho combinato per potermi conquistare? Il calcio sarà un gioco che mi piace, bravo sì, ma poi non così capace. Kannst du das nochmal sagen? No Friday! So geil! Auf jeden Fall, ja. Just the Two of Us, das ja. Video. Ja. Ich habe es mir angeschaut und habe mir gedacht, Freibold? Ja, Freibier? Du hast ein bisschen Freibier, Freibold, Freibert, Freibot. Freiberuflicher Freibold. Er ist ein freiberuflicher Freibold. Du hast so viele graue Haare? Nö, das habe ich wirklich nicht gesehen. Nee, hab ich. Wirklich? Nee, ich habe wirklich, ohne Scheiß. Wenn ich eins, wirklich, das ist jetzt keine Ironie, wenn ich eins nicht gesehen habe im Video, ist es keine Ironie. Wenn ich eins nicht gesehen habe in dem Video, ist es, dass du weiße Haare hast. Wirklich, habe ich nicht gesehen. Ich habe nicht gesagt, dass du weiße Haare. Graue Haare, wie auch immer. Blaue Haare. Wer ist hier dabei? Wir laufen jetzt nach Ungarn. Wir haben hier jetzt gespielt, es war echt wirklich sehr schön. Und zum Ausgleich haben wir gedacht, wir laufen mal nach Ungarn, weil wir laufen jetzt quasi auf der Brücke. Slowakei in Ungarn. Ungarn. Können wir jetzt beste Freunde. Ja. Und lassen wir hier den freundlichen Hungaren durch. Genau. Bitte schön. Der hört gerade ungarische Musik, weil er läuft ja auch dorthin. Ja. Und jetzt schauen wir, was da passiert. I believe I spider. Ich glaube, ich spinne. So geil. Komm, lass mal wieder in die Slowakei. Freunde, jetzt sind wir wieder in Deutschland, hier an der Raststätte. Gutes deutsches Essen. Jetzt mal ernst, es war ein richtig geiler Ausflug in der Slowakei, wir waren auch in Ungarn. Wir haben vier Länder, oh ja. wie viele Länder? Wir haben fünf, vier Länder. 5, 4, 3, 2, 1 Länder.
3, 7, 1, 12 Länder bereist in wie viel Tagen? 7, 9, 14 Tage. 14, 3 Tage. Sowas. Wie dem auch sei, slowakisches Publikum, die waren ja unvoreingenommen. Das heißt, die kannten ja keinen einzelnen, keinen einzigen Song. Und nach zwei, drei Songs waren die wirklich sehr enthusiastisch, sehr offenherzig, sehr, sehr offen für Neues. Und es war wirklich großartig. Es war eine tolle Erfahrung auf der Bühne. Mhm. Danke natürlich dieses Herrn auch, der fantastisch performt hat. Es war mir eine Lehre mit diesen Jungs zusammen. Eine Lehre? Ja, natürlich. Oh. Nee, Lehre mit H, mit mhm. Doppel-E. Nein. Es war sehr schön. War super. Ja, wir kommen wieder. Die Balkan-Tour 2016 ist jetzt schon geplant. Auf jeden Fall. Sei dabei, wenn es wieder heißt Slowakei. War das jetzt allein? Das war allein. Geil. Peace. Tschüssi.